Das wahre Gesetz der Anziehung. Der Teil, über den niemand sprechen will. Tschüss. Der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Du hast eigentlich keine Kontrolle über dein Leben. Sag ich dir so, wie es ist. Die Dinge passieren so oder so. Die Frage ist nur, welche Perspektive nimmst du an? Wie reagierst du auf die Dinge? Jeder Gedanke, den wir denken, jede Handlung, die wir ausführen, hat direkte und indirekte Folgen, die sich in die große Kette von Ursache und Wirkung einfügen. Ja, Mann, das ist krass. Aber die Meister, die die Spielregeln kennen, erheben sich über die Ebene des materiellen Lebens und bringen sich in Kontakt mit den höheren Kräften ihrer Natur. Geil. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Liebe geht raus von mir und vom gesamten Chat natürlich. Gerade wieder gemütlich Tacos reingehauen. Schöne Grüße gehen raus aus Mexiko nach Germany. Ich liebe euch alle. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in ein neues Video rein, welches heißt, das wahre Gesetz der Anziehung. Der Teil, über den niemand sprechen will. Verborgenes Wissen. Tschüss. Miese Recherche wird heute wieder angeschmissen. Grüße gehen an der Stelle natürlich raus an den Bruder Kianos, Bro. Bester Mann. Auch an dich, Love. Und ab geht der Peter, würde ich sagen. Peter, ja, Digga, dabei ist alles, Bro. Und los. Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz. Der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Verursachung, aber nichts entgeht dem Gesetz. Das Kybalion. Das große sechste hermetische Prinzip. Das Prinzip von Die sieben hermetischen Prinzipien sind auch krasse Sache, kann ich euch nur ans Herz legen, haben wir uns auch ein Video drüber reingezogen. Ist natürlich auch hier auf dem Kanal online. Checkt das auf jeden Fall gerne aus. Und Wirkung. Ich meine, ey, es ist halt wirklich so. Das spürst du auch in deinem eigenen Leben so. Jede Ursache hat eine Wirkung. Es ist immer so. Alles hat irgendwo einen Sinn. Ob du es jetzt schon verstehst oder später, irgendwann wirst du es verstehen. Und als ich das realisiert habe für mich auch, dass man eigentlich gar keine Kontrolle hat. Du hast eigentlich keine Kontrolle über dein Leben. Sag ich dir so, wie es ist. Die Dinge passieren so oder so. Die Frage ist nur, welche Perspektive nimmst du an? Wie reagierst du auf die Dinge? Wie sehr lässt du dich auch einfach vom Leben leiten? Weil das Leben kannst du nicht kontrollieren. Das Leben ist immer da und es lebt immer. Egal, was du denkst oder nicht denkst oder wie du denkst, wie du es kontrollierst oder nicht. Aber dann kommt das Leben so. Wenn du die Sachen einfach annimmst, so wie sie sind und damit umgehst und trotzdem versuchst, happy zu sein, nicht versuchst, einfach bist so, dann wirst du sehen, wie das Leben sich auch viel leichter leben lässt und du einen riesen Rucksack von deiner Schulter runterkriegst, wenn du nicht mehr versuchst, alles zu kontrollieren und alles zu durchdenken, sondern einfach die Sachen mal passieren zu lassen. Verkörper die Wahrheit, dass das Gesetz das Universum durchdringt, dass nichts durch Zufall geschieht. Dass der Zufall lediglich ein Begriff für eine Ursache ist, die zwar existiert, aber nicht erkannt oder wahrgenommen wird. Dass die Phänomene kontinuierlich sind, ohne Unterbrechung oder Ausnahme. Das Prinzip von Ursache und Wirkung liegt dem gesamten wissenschaftlichen Denken zugrunde, dem alten wie dem modernen, und wurde von den hermetischen Lehrern in den frühesten Tagen verkündet. Seitdem sind zwar viele und unterschiedliche Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Denkschulen entstanden, aber diese Streitigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf die Einzelheiten der Vorgänge des Prinzips und noch häufiger auf die Bedeutung bestimmter Worte. Das zugrunde liegende Prinzip von Ursache und Wirkung ist von praktisch allen Denkern der Welt, die diesen Namen verdienen, als richtig akzeptiert worden. So. Anders zu denken hieße, die Phänomene des Universums aus dem Bereich von Gesetz und Ordnung herauszunehmen und sie der Kontrolle eines imaginären Etwas zu unterstellen, das die Menschen Zufall genannt haben. Schwester, genau so ist es. Was ein geiles Video. Feiere ich jetzt schon nach der ersten Minute 45. Geil. Eine kleine Überlegung wird jedem zeigen, dass es in Wirklichkeit so etwas wie reinen Zufall nicht gibt. Auch schöne Bilder, ne? Schöne Landschaften. Webster definiert das Wort Zufall wie folgt. Ein vermeintlicher Wirkstoff oder eine vermeintliche Wirkungsweise, die nicht auf einer Kraft, einem Gesetz oder einer Absicht beruht. Das Wirken oder die Tätigkeit eines solchen Wirkstoffs.
die vermeintliche Wirkung eines solchen Wirkstoffs, ein Ereignis, ein Zufall, ein Unglück. Aber eine kleine Überlegung wird Ihnen zeigen, dass es ein solches Mittel wie Zufall im Sinne von etwas außerhalb des Gesetzes, etwas außerhalb von Ursache und Wirkung nicht geben kann. Wie könnte es etwas geben, das im phänomenalen Universum agiert, unabhängig von den Gesetzen, der Ordnung und der Kontinuität des Letzteren? Ist so. Das sagt jemand, der die Ursache vielleicht nicht kennt. Du kennst die Ursache vielleicht nicht. Aber es ist kein Zufall, weißt du, wie ich meine? Vielleicht wirst du in deinem Leben noch irgendwann drauf kommen. Vielleicht wirst du nie darauf kommen. Lass einfach los und lass die Dinge passieren. Lasst los, Freunde. Let it flow. Ein solches Etwas. Be water, my friends. Etwas wäre völlig unabhängig von der geordneten Entwicklung des Universums und ihm daher überlegen. Wir können uns nichts außerhalb des All-Einen vorstellen, das sich außerhalb des Gesetzes befindet. Und auch das nur, weil das All-Eine das Gesetz in sich selbst ist. Es gibt im Universum keinen Platz für ein Etwas, das außerhalb des Gesetzes steht und von ihm unabhängig ist. Die Existenz eines solchen Etwas würde alle Naturgesetze unwirksam machen und das Universum in chaotische Unordnung und Gesetzlosigkeit stürzen. Du merkst doch auch, wie alles so ineinander greift, ne? Wenn du jetzt hier die Rehe sehen, so die Natur, wie crazy das teilweise ist. Wie kleine Organismen, Bienen oder was auch immer, dafür sorgen, dass alles funktioniert. So, deswegen ist es auch so traurig, dass die Menschen so krass versuchen, in diese ganzen Sachen einzugreifen, wie das Wetter, wie die Tiere, wie die Natur und so. Weil das ist alles perfekt und es basiert alles auf gewissen Gesetzen. So. Und wenn wir anfangen, mit unseren dummen Gedanken da einzugreifen, dann können wir damit alles kaputt machen. So. Und das wird sich rächen. Rächt sich ja jetzt schon. Eine sorgfältige Untersuchung wird zeigen, dass das, was wir Zufall nennen, lediglich ein Ausdruck ist, der sich auf obskure Ursachen bezieht. Ursachen, die wir nicht wahrnehmen können. Mhm. Ursachen, die wir nicht verstehen können. So. Oh shit, man. Alter. Tiere sind die geilsten. Ich schwör's dir, ich liebe Tiere. Das Wort. Der chillt, Bruder, der hängt voll ab, Bro. Zufall. I like that, man. Leitet sich von einem Wort ab, das Fallen bedeutet. Wie das Fallen von Würfeln. Wobei die Idee ist, dass das Fallen der Würfel und viele andere Ereignisse lediglich ein Ereignis ist, das mit keiner Ursache in Verbindung steht. Und in diesem Sinne wird der Begriff im All... Digga, ich kann mich gar nicht auf das Gesagte konzentrieren. Ich gucke die ganze Zeit dieses Tier an, bin voll fasziniert. ...verwendet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Fall der Würfel in keiner Weise zufällig ist. Jedes Mal, wenn ein Würfel fällt und eine bestimmte Zahl anzeigt, gehorcht er einem Gesetz, das so unfehlbar ist, wie das, das den Umlauf der Planeten um die Sonne bestimmt. Hinter dem Fall des Würfels stehen Ursachen oder Ursachenketten, die weiter zurückreichen, als der Verstand folgen kann. Die Lage des Würfels im Kasten, die beim Wurf aufgewendete Muskelkraft, die Beschaffenheit des Tisches und so weiter, sind alles Ursachen, deren Wirkung man sehen kann. Aber hinter diesen sichtbaren Ursachen gibt es Ketten von unsichtbaren, vorangegangenen Ursachen, die alle einen Einfluss auf die Zahl des Würfels. Okay, das ist wild, Digga. Der am höchsten gefallen ist. Wenn ein Würfel sehr oft geworfen wird, wird man feststellen, dass die angezeigten Zahlen in etwa gleich sind. Das heißt, es wird eine gleiche Anzahl von 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt und so weiter Würfeln geben, die zu oberst liegen. Wirft man einen Pfennig in die Luft, so kann er entweder mit Kopf oder mit Zahl herunterkommen. Wirft man ihn aber oft genug, so werden sich Kopf und Zahl ungefähr die Waage halten. Das ist crazy, Digga. Dies ist die Wirkung des Gesetzes des Durchschnitts. Ah, okay. Aber sowohl der Durchschnitt als auch der einzelne Wurf fallen unter das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn wir in der Lage wären, die vorangegangenen Ursachen zu untersuchen, würde man deutlich sehen, dass es einfach unmöglich war, dass der Würfel unter denselben Umständen und zur selben Zeit anders fiel, als er es tat. Wenn die gleichen Ursachen gegeben sind, werden die gleichen Ergebnisse folgen. Es gibt immer eine Ursache und ein Weil für jedes Ereignis. Nichts geschieht jemals ohne eine Ursache
oder vielmehr eine Kette von Ursachen. Einige Personen, die über dieses Prinzip nachgedacht haben, waren verwirrt, weil sie nicht erklären konnten. Normal, Digga, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. So Physiker und so, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, so, die sind auch immer leicht ein bisschen crazy. So. Manche driften auch ab von den Cousins, so, weil das einfach auch wirklich heftige Thematiken sind, mit denen du dich da beschäftigst. Auch Quantenphysik und so. Das befindet sich halt wirklich am Rande unseres Verständnisses. Und eigentlich geht es über unser Verständnis hinaus. So. Und deswegen kann unser Verständnis da auch manchmal einen leichten Knacks bekommen. Die eine Sache eine andere Sache verursachen. Das heißt, der Schöpfer der zweiten Sache sein kann. Tatsächlich ist es so, dass kein Ding jemals ein anderes Ding verursacht oder erschafft. Ursache und Wirkung befassen sich lediglich mit Ereignissen. Ein Ereignis ist das, was kommt, eintrifft oder geschieht. Das Ding ist halt auch so, man kann jetzt auch alles dann so zerdenken. Weißt du, das kenne ich auch. Wenn irgendwas passiert so und dann willst du unbedingt wissen, wie die Kette ist. Also wie das dazu gekommen ist, dass das jetzt passiert ist so. Und das kann auch dein Kopf wieder ficken. Da darfst du auch nicht zu viel drüber nachdenken. Nimm es einfach hin und akzeptierst, dass es aus irgendeinem Grund passiert ist. Ich habe so einen Spruch von einem buddhistischen Mönch so, der hat gesagt, everything happens for a reason and is always a good one. Also mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken, akzeptier die Dinge so, wie sie passieren. Und leb mit diesen Konsequenzen und mit den Dingen, die passieren, in Harmonie. Und nimm nicht und sag, oh nee. Zum Beispiel, du kannst immer Sachen aus mehreren Perspektiven sehen. Deswegen bin ich auch schon immer auf den positiven Vibes unterwegs. Seitdem ihr mich kennt im Internet, bin ich auf fühlig, feier ich, positiv, alles nice so. Egal, was passiert. Warum? Weil ich weiß einfach, dass wenn ich anders denken würde, dass ich mir mein Leben damit schlechter machen würde. So, wenn Dinge passieren, irgendein Kumpel trennt sich von, deine Ex-Freundin trennt sich, deine Freundin trennt sich von dir, dann kannst du das aus mehreren Perspektiven sehen. Du kannst einmal dich hinsetzen und sagen, du bist ein scheiß Typ, deswegen hat die dich verlassen und bla 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 und kannst dich klein machen, kannst dich schlecht reden. Oder du sagst, es sollte einfach so sein. Wir haben einen Lebensabschnitt miteinander verbracht, ich habe extrem viel gelernt, wir haben schöne Zeit miteinander verbracht, jetzt geht's weiter, jetzt bin ich wieder, kann ich mein Leben wieder neu erfinden, neue Dinge passieren, Türen gehen auf. Schön, Neustart, weißt du, wie ich meine? Also es ist alles immer eine Sache der Perspektive. Und ich sage euch, nehmt immer die positive Perspektive. Weil es sowieso alles nur in euren Gedanken ist. Und die Sachen passieren so oder so. Ergebnis oder Folge eines vorangegangenen Ereignisses. Kein Ereignis erschafft ein anderes Ereignis, sondern ist lediglich ein vorangehendes Glied in der großen geordneten Kette von Ereignissen, die von der schöpferischen Energie des... Weil wenn du wirklich durchdenken willst, so, dann musst du eigentlich bis zurück zum Ursprung des Universums gehen. Vielleicht ist da schon der Stein dafür gelegt worden, dass ihr euch heute trennt, Digga. Weißt du, wie ich meine? Du kannst diese ganze Kette nicht nachverfolgen, gerade nicht als Mensch. All einen ausgehen. Es gibt eine Kontinuität zwischen allen vorangehenden und nachfolgenden Ereignissen. Es besteht eine Beziehung zwischen allem, was vorausgegangen ist und allem, was folgt. Ein Stein löst sich von einem Berghang und kracht durch das Dach einer Hütte im Tal. Auf den ersten Blick halten wir dies für einen zufälligen Effekt. Aber wenn wir die Sache untersuchen, finden wir eine große Kette von Ursachen dahinter. Zunächst war es der Regen, der die Erde, die den Stein trägt, aufweichte und den Fall ermöglichte. Dann waren es der Einfluss der Sonne, andere Regenfälle und so weiter, die das Felsstück allmählich aus einem größeren Stück herauslösten. Dann waren es die Ursachen, die zur Entstehung des Berges führten und seine Umwälzung durch die Erschütterungen der Natur. Und so... Weißt du, da merkst du schon, was eine Wirkung verursachen haben kann. Millions. Deswegen, und ich bin überzeugt davon, dass wenn du irgendeine Wirkung in deinem Leben hast, die sich vielleicht erstmal nicht gut anfühlt, so, und du dann anfängst, die Sachen negativ zu sehen, dann sorgst du dafür, dass mehrere negative Wirkungen in Zukunft auf dich zukommen. Weißt du, wie ich meine? So. Weil ich glaube, du steuerst dann damit. Deswegen, es ist doch so, passiert ein schlechtes Ding und du fuckst dich zu krass darauf ab, passiert das nächste schlechte Ding, dann fuckst du dich noch mehr ab, dann passiert wieder ein schlechtes, dann fuckst du dich noch und du bist in so einem Ich-fuck-mich-die-ganze-Zeit-ab-Kreislauf und dann passieren immer mehr Dinge, die dich abfucken. So. Und genauso ist es auch andersrum, weißt du, wenn du einmal dieses positive Denkmuster in deinem Kopf hast und sagst so, everything happens for a reason, is always a good one,
dann auf einmal passieren wieder gute Dinge in deinem Leben. Und auf einmal merkst du, wie Dinge, die passieren, wo du dich früher abgefuckt hast, dann merkst du auf einmal, ey, das passiert eigentlich für mich. So. Einmal habe ich mein Handy hier runterfallen lassen, bevor ich auf eine Party gehen wollte. Und ich wollte eigentlich einen Vlog drehen auf der Party und so einen Scheiß, ne? Dann habe ich mein Handy fallen lassen und das lag dann unten im Apartment drin. Und dann dachte ich, krass. Und das erste Sekunde habe ich gedacht, okay, krass. Zweite Sekunde habe ich gelacht, weil ich mittlerweile einfach weiß, Bro, was soll ich mich jetzt aufregen? Habe ich gelacht, habe das Handy da liegen lassen, bin auf die Party gegangen. Es war geil, dass ich mein Handy nicht dabei hatte, weil ich zum ersten Mal dann auch wieder richtig einfach genossen habe, alles so. Keine Stories, keine Videos, kein nix, sondern einfach da gewesen bin. Und so kannst du das dann zu einem positiven Event machen. Wo ich zurückgekommen bin, hat mir der Owner mein Handy unten rausgeholt und hat mir das Handy wiedergegeben und alles war gut. Weißt du? Früher hätte ich mich abgefuckt. Ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Party gegangen. So. Und so, weißt du, so steuerst du auch ein bisschen selber, was abgeht und was nicht. Außerdem könnte man den Ursachen für den Regen nachgehen. Kurzum, wir würden uns bald in einem Geflecht von Ursache und Wirkung wiederfinden, aus dem wir uns bald zu befreien versuchen würden. So wie ein Mensch zwei Eltern und vier Großeltern und acht Urgroßeltern und 16 Urgroßeltern hat und so weiter, bis die Zahl der Vorfahren, wenn man etwa 40 Generationen rechnet, in die Millionen geht. Krass. So verhält... Krass. Das muss man sich auch mal bewusst machen, ne? 40 Generationen zurück sind wir Millionen gewesen. Auch mit der Zahl der Ursachen, die selbst hinter den unbedeutendsten Ereignissen oder Phänomenen stehen. Wie etwa dem Erscheinen eines winzigen Rußflecks vor unserem Auge. Es ist nicht leicht, das Stückchen Ruß bis in die Frühzeit der Weltgeschichte zurückzuverfolgen, als es Teil eines massiven Baumstamms war, der später in Kohle umgewandelt wurde, bis es jetzt als Rußfleck auf seinem Weg zu anderen Abenteuern vor unserem Auge vorbeizieht. Und eine gewaltige Kette von Ereignissen, Ursachen und Wirkungen hat ihn in seinen heutigen Zustand gebracht. Und letzteres ist nur ein Teil der Kette von Ereignissen, die in Hunderten von Jahren weitere Ereignisse hervorbringen werden. Eines der Ereignisse, die sich aus dem winzigen Stückchen Ruß ergaben, war das Schreiben dieser Zeilen. Genau so, Michael. Ist so. Wenn du das einmal anfängst und trainierst, dann wirst du es auch merken so. Und wenn du das Leben nicht mehr so ernst nimmst, sondern einfach fließen lässt, so, dann kannst du über Dinge lachen, über die du dich früher extrem aufgeregt hättest. Auch mit meinem Handy passiert immer irgendwelche Sachen, wo ich mein Handy in den Pool reingeschmissen habe. So. Was nicht alles passiert auch, so, weißt du? Es ist immer, wie reagierst du auf die Dinge? Setzer veranlasste, eine bestimmte Arbeit zu verrichten und den Korrektor, das Gleiche zu tun. Und die bestimmte Gedanken in ihrem Geist und dem anderer wecken wird, die wiederum andere beeinflussen werden, jenseits der Fähigkeit des Menschen weiterzudenken. Und all das aus dem Durchgang eines winzigen Stückchens Ruß, was die Relativität und Verbindung der Dinge zeigt, die weitere Tatsache, dass es kein Großes gibt, kein Kleines, im Geist, der alles verursacht. Halte einen Moment inne und denke nach. Wenn ein bestimmter Mann nicht ein bestimmtes Dienstmädchen getroffen hätte, weit zurück in der düsteren Periode der Steinzeit, du, der du jetzt diese Zeilen liest, wärst jetzt nicht hier. Das ist krass, Digga. Krass. Und wenn... Schwester, der hat recht, Alter. ...das gleiche Paar vielleicht nicht getroffen hätte, wären wir, die wir diese Zeilen schreiben, jetzt nicht hier. Und der Akt des Schreibens auf unserer Seite und der Akt des Hörens auf deiner Seite wird sich nicht nur auf dein und unser Leben auswirken, sondern auch direkt oder indirekt auf viele andere Menschen, die jetzt leben und die in den kommenden Zeitaltern leben werden. Muss mal überlegen, Dicker. Ja, Digga, das ist voll krass, Alter, wenn du das realisierst, dass alle deine Entscheidungen, die du jetzt triffst, so, dass die eine Auswirkung haben werden auf Millionen Menschen, aus deiner DNA quasi in der Zukunft. Weißt du, was ich meine? So, genauso wie wir Millionen Vorfahren hatten, so werden wir auch wahrscheinlich, also wenn die Welt so weitergeht, wahrscheinlich nicht, aber wenn es gut läuft, werden wir auch noch ein paar hunderttausend wenigstens Nachfahren haben oder tausend, sagen wir tausend. So. Und das ist eigentlich schon eine krasse Realization, so, ne? Jeder Gedanke, den wir denken, jede Handlung, die wir ausführen,
hat direkte und indirekte Folgen, die sich in die große Kette von Ursache und Wirkung einfügen. Ja, Mann, das ist krass. Aus verschiedenen Gründen wollen wir in dieser Arbeit nicht auf den freien Willen oder den Determinismus eingehen. Das hätte mich jetzt aber interessiert, Majuz, da hättest du gar nicht erwähnen müssen. Der Hauptgrund ist, dass keine der beiden Seiten der Kontroverse völlig recht hat. Tatsächlich haben beide Seiten nach den hermetischen Lehren teilweise recht. Das Prinzip der Polarität zeigt, dass beide nur Halbwahrheiten sind, die entgegengesetzten Pole der Wahrheit. Die Lehren besagen, dass ein Mensch sowohl frei als auch durch Notwendigkeit gebunden sein kann, je nach... Ja, fühle ich gerade hart, Mann. Hier lernt man mal wieder was dazu. Neue Perspektiven, neue Denkanstöße. Ja, ich komplett. Je nach der Bedeutung der Begriffe und der Höhe der Wahrheit, von der aus die Angelegenheit untersucht wird. Die alten Schriftsteller drücken die Sache so aus. Je weiter die Schöpfung vom Zentrum entfernt ist, desto mehr ist sie gebunden. Je näher sie dem Zentrum kommt, desto freier ist sie. Ich wüsste dir. Das ist auch, wenn du, umso mehr du ins Bewusstsein kommst, umso mehr du zu Gott kommst, dahin kommst, wo du eigentlich hingehörst, so, umso mehr ist alles freier und lockerer, so. Umso weiter du weg bist, umso unbewusster du bist, umso mehr ist man gebunden irgendwie und denkt, man muss, ich muss das, ich muss hier, ich muss so, ich muss das und. Weißt du, was ich meine? Ego ist extrem groß und so. Und sobald man das alles loslässt, kommst du in diesen Flow rein, Digga. Dann ist life nur noch ein Flow so und du bist nur noch Experience, Bro. Nicht mehr denken und diese ganzen Sachen, sondern nur noch wahrnehmen einfach. Und hinnehmen, so wie es ist. Und einfach Dinge tun. So, weißt du? Mir fällt es auch nicht einfach, immer diese Gedanken auszustellen. So. Aber wenn man das einmal realisiert hat, dann merkst du das halt auch so, wie ein Training ist. So. Und ich merke auch, wie ich teilweise manchmal, wenn ich mich mit gewissen Menschen umgebe oder gewisse Dinge konsumiere, auf einmal unbewusster werde, so auch am Tag. Und dann merke ich, ey Bro, du musst zurückkommen, du musst wieder mehr meditieren, du musst wieder mehr beten, du musst wieder mehr Yoga machen, du musst wieder mehr in deine Mitte kommen, weil dann fühlt sich das Leben viel leichter und viel schöner an, als wenn du die ganze Zeit irgendwo auf diesen Ego-Vibes unterwegs bist, so weißt du? Die meisten Menschen sind mehr oder weniger Sklaven der Vererbung, der Umwelt und zeigen nur wenig Freiheit. Sie werden von den Meinungen, Sitten und Gedanken der Außenwelt beeinflusst, aber auch von ihren Emotionen, Gefühlen, Stimmungen. Sie besitzen keine Souveränität, die diesen Namen verdient. Sie weisen diese Behauptung. Wie die uns einfach angucken, guck mal. Die gucken uns einfach zu, ja. Empört zurück und sagen, ich bin doch frei zu handeln und zu tun, was ich will. Ich tue, was ich will. Aber sie können nicht erklären, woher das Wollen und wie ich will kommen. Was veranlasst sie, das eine zu wollen und das andere vorzuziehen? Was veranlasst sie, dies zu tun und jenes nicht zu tun? Bro, gibt es, ich liebe den Cousin, weil für ihr Gefallen und Wollen? Ein Meister kann diese Gefallen und Wünsche in andere verwandeln, die am anderen Ende des geistigen Pols liegen. Er ist in der Lage, zu wollen, anstatt zu wollen, weil irgendein Gefühl, eine Stimmung, eine Emotion oder eine Anregung aus der Umwelt eine Tendenz oder ein Verlangen in ihm weckt, dies zu tun. Die meisten Menschen werden wie ein fallender Stein mitgerissen, gehorsam gegenüber der Umwelt, äußeren Einflüssen und inneren Stimmungen, Wünschen. Ganz zu schweigen von den Wünschen und dem Willen anderer, die stärker sind als sie selbst, der Vererbung, der Umwelt und der Suggestion, die sie mitreißen, ohne dass sie sich dagegen wehren oder den Willen ausüben. Wie Figuren auf dem Schachbrett des Lebens spielen sie ihre Rolle und werden nach dem Spiel beiseite gelegt. Aber die Meister, die die Spielregeln kennen, erheben sich über die Ebene des materiellen Lebens und bringen sich in Kontakt mit den höheren Kräften ihrer Natur. Geil. Eigenen Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften und Polaritäten, sowie die... Hör zu, Freunde, Alter, versucht das zu fühlen. Ich schwör's dir. This is the truth. ...sie umgebende Umwelt und werden so zu Akteuren im Spiel, statt zu Spielfiguren. Zu Ursachen, statt zu Wirkungen.
Ursachen hier denn, man, Alter? Die Meister entziehen sich nicht der Verursachung auf den höheren Ebenen, sondern fügen sich in die höheren Gesetze ein und meistern so die Umstände auf der niederen Ebene. Auf diese Weise bilden sie einen bewussten Teil des Gesetzes, anstatt nur blinde Instrumente zu sein. Während sie auf den höheren Ebenen dienen, herrschen sie auf der materiellen Ebene. Aber sowohl auf der höheren als auch auf der niederen Ebene ist das Gesetz immer in Kraft. So etwas wie Zufall gibt es nicht. Die blinde Göttin ist durch die Vernunft abgeschafft worden. Wir sind jetzt in der Lage, mit den durch das Wissen klar gewordenen Augen zu sehen, dass alles vom universellen Gesetz regiert wird. Dass die unendliche Anzahl von Gesetzen nur Manifestationen des einen großen Gesetzes sind. Des Gesetzes, das das All-Eine ist. Es ist in der Tat wahr, dass kein Sperling unbemerkt vom Geist des Alles fällt. Dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt werden, wie die Schriften sagen, dass es nichts außerhalb des Gesetzes gibt. Nichts, was im Widerspruch dazu geschieht. Und dennoch sollte man nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass der Mensch nur ein blinder Automat ist. Weit gefehlt. Die hermetischen Lehren besagen, dass der Mensch das Gesetz benutzen kann, um die Gesetze zu überwinden. Und dass das Höhere sich immer gegen das Niedere durchsetzen wird, bis er schließlich das Stadium erreicht hat, indem er Zuflucht im Gesetz selbst sucht und die phänomenalen Gesetze verhöhnt. Kannst du die innere Bedeutung dessen begreifen? Geil. Geil, Dicker. Geil. 30, 40 Zuschauer verloren, aber I don't give a fuck, Bro. Weißt du warum? Starke Message. Sehr starkes Video. Und wenn nur ein, zwei Leute sich das zu Herzen nehmen und ihr Leben danach verändern, so, dann haben wir getan, was wir tun sollen. Ich küsse euer Herz, YouTube. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinfetzen. Daumen nach oben da lassen. Ich küsse euer Herz. Danke fürs Einschalten. Liebe geht raus. Gang. Peace.